Ja, moin ihr Lieben. Nochmal wegen der Endtöpfe und wegen der DB-Killer, DB-Eater, DB-Absorber oder wie sie auch heißen mögen. Ja. Ich will das mal nochmal klarstellen. Also ich bin davon ausgegangen, als ich gestern so andeutete, dass da vielleicht kein DB-Eater drin ist in der KTM. Ich habe mir das nochmal angeguckt, es wurde ja angemerkt, da sei einer drin. Das stimmt auch in gewisser Weise, also der Gute hatte recht. Nur, wenn ich ein DB-Eater höre, wenn ich das Wort höre, ja, dann sehe ich die Polizei kommen. Wir machen das mal eben. Die dann hier ankommt mit dem Messstab oder mit dem Zollstock. Und stecken hier ein Ding rein. So. Man sieht, das geht da rein bis, ja, könnte man, wenn das jetzt flexibel wäre, unten bis zum Cut durchstecken. Muss nur wieder rauskommen. So, das war also jetzt so eine lange Stange, also über einen halben Meter lang. Ne? Also da ist nicht das drin, was ich für einen DB-Eater im normalen, also so wie ich ihn kenne, erwartet hätte. Da ist nämlich, du kannst ja wirklich durchgucken bis zur Klappe unten. Ja, du kannst auch wirklich durchgucken und durchstecken. So. Was einen aber stutzig machen sollte, ist die Diskrepanz zwischen diesem äußeren Rohr und diesem inneren Rohr. Da ist ja ein kleiner Unterschied. Ne? Das Äußere ist dicker, das Innere ist dünner. So, jetzt gehen wir zur Honda. Da ist das ja noch extremer. Da hatte ich ja vermutet, dass die das über die, allein durch die Verengung des Durchflusses hier regeln. Da ist das äußere Rohr hier. Das innere Rohr ist wesentlich dünner. Da kannst du auch durchstecken. Ja? Bis zum geht nicht mehr. Ja? Muss ich nur wieder rauskommen, okay. So, das ist der Originale von KTM. Wo sind wir? Da. Auch, ne? Hier. Da hinten geht er rein. Da vorne kommt er raus. Ne? So. Was ist also jetzt da der DB-Eater drin? Das ist folgendermaßen. Moment. Wir müssen uns vorstellen, da sind zwei Rohre, ein großes und ein etwas kleineres innen. Ja. Ich zeig mal nochmal, Moment, sorry für die wilde Kameraführung hier. Ich lege das mal hier hin. Ja. Moment. So, hier. Und ich sehe mich nicht. Da. Es ist also quasi ein äußeres dickes Rohr, in das ist ein dünnes Rohr reingesteckt. So. Jetzt kommen hier die Gase rein. Hier oben am anderen Ende sind die beiden verschlossen. Ja? Ja? So. Die Gase kommen jetzt da rein. Von hier. Ja? Die meisten gehen ungehindert einfach straight on durch. Einige aber gehen in den Zwischenraum hier, zwischen dem kleinen und dem großen Rohr. Ja? So. Das ist aber nur ein kleiner Anteil. Bei der Honda ist der Anteil größer, weil das Rohr, das innere Rohr kleiner ist. Da ist also mehr Spalt hier zwischen. Da kann mehr Gas rein und hinten nicht raus. Das heißt, das muss wieder zurück und muss dann wieder einen anderen Weg sich suchen raus. Ja. Bei der KTM ist dieser Spalt sehr klein. Sehr, sehr klein. Und von daher, also das als regelrechten DB-Eater zu sehen, da muss man schon wirklich, ja, also da geht es wahrscheinlich nur um Nuancen. Viel DB nimmt der nicht weg.
Das ist klar. So. Wir gucken mal von der anderen Seite, denn beim Original-KTM-Auspuff ist das noch ganz tricky gemacht. Da ist nämlich diese Kante hier vom kleinen Rohr, die ist noch nach außen umgebördelt. Also quasi so umgebördelt, dass da noch weniger Gas hier in den Zwischenraum kommen kann. Zeige ich euch jetzt mal. Vorher sage ich aber noch die Werte. Bei KTM ist das große Rohr hat einen Durchmesser von 5,6 cm, das kleine von 4,5 cm. Alles gerundet. Bei der Honda hat das große Rohr einen Durchmesser, also hier das grüne, von 3,7 cm und das kleine nur von 2,8. Das heißt, das kleine Rohr der KTM ist noch wesentlich dicker als das große der Honda. Jetzt gucken wir mal in den KTM-Originalauspuff von Motorseite her. Da sieht man das. Da hinten steckt das kleine Rohr drin, sagt Zement so. Da hinten sieht man das drin stecken. Ja? Aber unten das Grüne ist schon der Sessel hier, also da geht alles durch. Ne? Das ist frei durchgängig. Da ist also nicht irgendwas drin, so ein Teil, ja, wie so ein Pilz mit Löchern drin oder so. Das ist einfach nur durchgängig, aber halt ein bisschen verengt. Da sieht man es jetzt, glaube ich. Und so ist das bei der Honda und so ist es auch hier bei der KTM im Akrapovic. Da sieht man das hier unten, da ist der Absatz, wo sich dann die Abgase quasi erstmal verfangen sollen. Obwohl, dieser Auslass hier ist so groß, ich bezweifle, dass das nennenswert dB, also Dezibel frisst. Und das sagen ja auch die Benutzer, die diesen Auspuff fahren, dass das also sehr, sehr, ja, heftig brüllt. Aber das soll er ja auch. Also wie gesagt, ich habe da nichts gegen. Ich wollte nur mal festgestellt haben, wie dieser dB-Eater funktioniert. Oder wie er funktionieren soll. Da ist also von der Polizei, muss man da schon was wissen. Sonst denkt man, oha, da ist alles offen. Das muss aber so. Also es ist ein dB-Eater verbaut, der allerdings nur aus einem glatten Rohr besteht. Der ein bisschen den Ausgang hier verengt. So, ich hoffe, ich habe das jetzt klar genug dargestellt. Danke fürs Gucken. Auch wenn es keine weltbewegenden Ereignisse sind. Aber immerhin. Tschüssi.